abends 9:30 in Mulsdieu. Das ist zwischen dem Fernern und dem Vetternsee. Also wenn es um das Breitengrad, um den Breitengrad geht, noch ein Stückchen südlich von Stockholm. Und wir haben es 20 Grad. Und jetzt kommt der Moment, wo ich doch ein bisschen neidisch bin auf die, die mit dem Motorrad fahren. Weil es ist einfach in diesem Sommer geniales Wetter. Und ich möchte heute trotzdem, was heißt trotzdem, also wir sind mit unserem Jeep wieder unterwegs gewesen und haben den für uns zweiten Teil vom TED gefahren. Und ich möchte darüber ein bisschen was erzählen. Ich hatte das Gefühl, dass es heute zügiger vorangeht. Es waren mehr gerade Strecken dabei. Es ist nicht so gebunden mehr durch den Wald gegangen. Es ist auch öfter mal noch nicht offenes Gelände, also noch nicht nur Buschwerk, aber so flacher Bewuchs gewesen. Und da sind dann breite Pisten und da kannst du es auch laufen lassen. Und zum Thema Laufen lassen möchte ich kurz noch einen erzählen. Gestern ist Ramona viel gefahren, heute bin ich viel gefahren. Und irgendwann, so nach 10 Kilometern, kommt man sich sicherlich auch ein bisschen vor wie so ein schwedischer Rallye-Werkspilot in seinem Rallye-Auto. Und es geht auch gut auf dem Schotter und man lässt es laufen. Und ich hatte dann Gegenverkehr, der war noch weit weg und ich habe ein bisschen zügig in die Bremse getreten. Und auf dem lockeren Schotter ist das gute Auto mir fast in den Straßengraben gerutscht. Ein Straßengraben ist hier ernst gemeint, 1,50 Meter weg. Ne? Damit die Straße wahrscheinlich im Winter freigeschoben werden kann. Und das Auto hing schon ziemlich schief und meine Besatzung hat sich auch ein bisschen bei mir beschwert. Was ich mit der Geschichte sagen will, ist, wenn ihr sowas fahrt, wie diese Gravel Roads, dann versucht einfach immer ausreichend, ich will nicht sagen feige zu sein, aber ausreichend Respekt zu haben. Weil gerade bei den Geradeausstücken hat man das Gefühl, dass man es gut laufen lassen kann und dann stellst du fest, oh, so eine 100 auf dem Tacho, die muss auch irgendwann wieder weggeratzt werden. Und tatsächlich gibt es hier auch nicht an jeder Kurve, aber es gibt auch hier oben Elche und anderes Viehzeug. Und wie gesagt, es gibt auch noch Gegenverkehr. Besonders gefährlich sind auch die Gruppen. Aber ich will jetzt nicht nur über die Angst und den Gegenverkehr erzählen. Ist mir heute einfach nur so aufgefallen, als ich gefahren bin. Die TED-Strecke ist, muss ich wirklich Kompliment abgeben, wirklich gut gemacht, weil du immer wieder auch an Stellen vorbeikommst, an einem Badesee, an der guten Raststation. Und es ist nicht nur Schotter hier oben, auch weiter oben noch nicht nur Schotter, obwohl es sicherlich mehr Schotter gibt. Aber ich denke, dass die Strecke nicht auf Biegen und Brechen darauf gemacht ist, dass es jeder Zentimeter jetzt da auf einer Gravel Road ist, sondern es geht darum, eine gute Strecke zu haben. Und das Gefühl hatte ich schon. Du kommst eben auch mal an einer Badestelle vorbei, an einem guten Picknickplatz, an einem Angelplatz sogar. Und dann sieht man auch, wenn man sich den Dreck dann hinterher anschaut, ah, da ist eine kleine Schleife, da ist ein Bogen drin. Das ist wahrscheinlich extra dafür gemacht, dass wir da auch hingeführt werden. Und abgesehen davon, dass ich ja bei dem Dreck immer weiß, dass der Schotterweg, in den ich reinfahre, dass ich auch aus dem wieder rauskomme und nicht irgendwo vielleicht mitten in der Pampa umdrehen muss. Abgesehen davon fand ich es eben auch cool, dass die Strecke insgesamt so geführt wurde, dass es dir immer Spaß macht. Und da sehe ich schon sehr viel Gefühl und Liebe zum Detail. Auch, weil ich denke, dass wir ja mit unseren Veranstaltungen auch Strecken raussuchen und auch vor diesem gleichen Problem. Wir sind heute 4-5 Stunden wieder gefahren und wir waren wirklich zügig unterwegs. Gestern habe ich ja was über Geschwindigkeiten gesagt, nachdem mich auf der Landstraße so ein dicker weißer Scania von hinten fast aufgefressen hat, habe ich gedacht, okay, 70 sind vielleicht in den dichter besiedelten Gebieten eine Angabe, möglicherweise im Wald nicht ganz so. Ich bin dann 100 gefahren und der Scania hat dann, ich sag mal, einen Sicherheitsabstand von 5 Meter gelassen. Ich habe dann vor der nächsten Abbiegung eine halbe Stunde angefangen vorher zu blinken, weil ich wirklich Angst hatte vor dem. Aber er hat uns abbiegen lassen und danach hat er wahrscheinlich Gas gegeben und ist mit 110 weitergeballert. Trotzdem denke ich, also Tempo ist immer ein Thema, natürlich. Es macht übel Spaß. Und ich denke trotzdem, dass man auf diese Tempo-Geschichte so oder so achten sollte, dass es einen nicht mal wegen Strafe zahlen, sondern eben wegen den
wegen dem, was eben so mit so einem Geschwindigkeitsrausch zusammenhängt, dass es einem da nicht erwischt. Mulzio, das wollte ich noch als letztes erzählen, liegt nicht am Tett. Und auch wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, habe ich meine persönliche Philosophie, wie ich so eine Veranstaltung oder wie ich so eine Strecke fahren würde. Ich bin nicht der Typ, der mit 5 Koffern und 20 Seitenkoffern auf dem Motorrad rumfahren würde. Und auch wenn wir auf unserem Jeep jetzt ein bisschen Equipment drauf haben, ist trotzdem ein Auto besetzt mit 3 Personen. Wir wollen auch im Innenraum noch atmen können, deswegen ist er nicht vollgestopft. Wir haben, sage ich mal, leichtes Gepäck dabei. Wir nehmen in den meisten Fällen Zimmer. Wir waren gestern auf der JA Ranch. Heute haben wir hier im Mulzio ein Skihotel gefunden. Hier kann man nicht Langlauf fahren. Das ist übrigens, bitte zuhören, ein gestörter Schwede. Die fahren hier schon den ganzen Nachmittag Rennen. Es gibt auch noch eine Viertakter, die wird immer ein bisschen Drehzahlbegrenzer gedreht. Ich wollte schon Autogramm haben, aber er ist immer zu schnell. Also wir nehmen eigentlich immer Zimmer. Und meine Philosophie ist, wenn ich sowas fahre, dann liegt bei mir der Schwerpunkt auch auf dem Genuss beim Fahren. Und ich glaube, dass der Genuss beim Fahren daher kommt, dass ich ein leichtes und schönes Fahren habe. Und das habe ich nicht mit 5 Ersatzreifen, 3 Koffern. Und das habe ich auch nicht mit einem riesen Wohnmobil. Das habe ich mit so einem Jeep und mit 3 Boxen drauf. Und deswegen nehmen wir immer Zimmer. Und wir suchen uns einfach immer coole Locations. Und wer dann denkt, dass seine Freiheit dadurch begrenzt wird, ich glaube, dass es meine Freiheit ist, dass ich immer ein Hotel suchen kann oder ein Zimmer suchen kann, was irgendwie schön ist und cool ist. Das ist auch immer ein bisschen Abenteuer, weil am Ende stellst du am nächsten Morgen fest, ob es cool war oder nicht. Und dann hast du so langsam so einen Plan von so einer Gegend, wo du auch übernachten kannst, und für den allernötigsten Notfall und auch für eine gute Gelegenheit, die wir uns noch suchen werden, haben wir hier ein kleines Kuppelzelt drin und werden sicher auch mal auf einer Isomatte schlafen, aber das ist nicht der Plan für jeden Tag. Ja, und so kommen wir langsam Richtung Norden, und ich glaube schon, dass man sich auf dem Tett Schweden und Norwegen insgesamt 2 Wochen lässig bewegen kann, ohne dass man sich jetzt da das Leben nehmen muss. Ja, das sind so meine Gedanken zum zweiten Tag. Es gibt wieder kein Driftvideo, es gibt wieder keine Schräglagen und ein paar Bilder durch den Wald und ansonsten ein paar Impressionen können wir einfach bei uns mal bei Facebook oder auch auf Instagram angucken. Da habe ich in so eine kleine Bildersammlung gemacht vom Tag. Ja? Was haben wir noch von der Strecke? Kameramann Nils, vielleicht zeigst du noch mal kurz den Staub. Das finde ich auch immer wieder cool. Es staubt relativ wenig. Diese Schotterstraßen sind alle mit so einem speziellen Schotter eben versehen, oder was heißt mit einem speziellen, aber mit einem Schotter versehen, und die Feuchtigkeit vom Wald reicht offensichtlich aus, damit es nicht so gigantisch staubt. Wir hatten auch ein paar Stellen dabei, da sah es aus wie nach der Dakar, da haben wir hinter unserem Auto auch eine hohe Fontäne hergezogen, aber in den meisten Fällen war wenig Staub. Ja, wenn noch jemand eine Frage hat zum Tett Schweden, dann würde ich die gerne noch beantworten, auch wenn ich Urlaub habe. Und ansonsten sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr zu uns zugehört habt. Und der Nils macht jetzt das Outtake nochmal mit dem Big Ducks Bild. Und dann sind wir durch. Einen schönen Abend euch allen.